Das geteilte Berlin in den 70er Jahren. Die Mauer trennt Ost und West. West-Berlin ist Frontstadt im Kalten Krieg. Der ZDF-Spielfilm Der gleiche Himmel zeigt, wie sich Geheimdienste in dieser Zeit skrupellos Informationen beschaffen. Und wie die Stasi in Ost und sogar in West-Berlin vor nichts zurückschreckt, um ihre DDR zu verteidigen. Ihre Aufträge bekommen die Spione aus der Zentrale der Staatssicherheit in Berlin-Lichtenberg. An der Spitze Erich Mielke. Das ganze Volk steht unter Beobachtung. Wer anders denkt, wer aus der Norm fällt, wer in den Westen will, gerät ins Visier der Stasi. Auch Regina von Sien. Sie will raus, zu ihrem Freund im Westen. Man fliegt auf den Mond und reist sonst wohin. Und diese paar Meter kann ich nicht überwinden. Wer bei der Flucht erwischt wird, landet im Stasi-Knast. Wolfgang Welsch verbringt in der DDR mehrere Jahre hinter Gittern, bis ihn der Westen freikauft. Als er dort offen über seine Erlebnisse hinter der Mauer spricht, verfolgt ihn die Stasi bis in den Urlaub, bis nach Israel. Mich mehrmals zu töten. Die Stasi durchdringt auch den Spitzensport. Der Auftrag? Goldmedaillen für die DDR. Egal mit welchen Mitteln. Das war ein Missbrauch. Man muss sagen, ich befand mich in der Pubertät. Montreal 1976. Für die DDR werden es erfolgreiche Olympische Spiele. 40 Goldmedaillen. Doppelt so viele wie 4 Jahre zuvor. Zweiter Platz im Medaillenspiegel gleich nach der Sowjetunion. Vor allem die Schwimmerinnen aus der DDR sind unschlagbar. Unter ihnen Spitzensportlerinnen wie Ulrike Richter. Ulrike Richter siegt den 1-01-83. Ulrike Richter de la République démocratique allemande. Die DDR braucht Erfolge, vor allem auf der internationalen Bühne. Das ist auch Thema im Spielfilm Der gleiche Himmel. Bitte. Wie lange ist Clara jetzt in der Trainingsgruppe? Ein gutes Jahr. Wenn bei den Olympischen Spielen unsere Staatsflagge gehisst wird, wenn unsere Nationalhymne gespielt wird, geht es um mehr als nur um Medaillen, Frau Weber. Viel mehr. Wir zeigen dann dem Rest der Welt, wofür wir stehen, was wir erreicht haben, dass wir uns nicht ins Abseits drängen lassen. Deshalb nehmen wir nur die Besten. Eine der Besten soll auch die junge Schwimmerin Rika Reinisch werden. 1975, mit 10 Jahren, wird sie zur Auswahl eingeladen. Wir mussten vorschwimmen sozusagen und das haben wir auch gemacht. Dann wurde alles vermessen, Extremitäten und Handwurzelknochen und athletische Voraussetzungen. Das Schwimmen wurde getestet und so weiter und dann durfte man wieder nach Hause fahren. Und dann habe ich natürlich gewartet, was passiert jetzt? Und dann kam tatsächlich das Schreiben, dass ich angenommen bin. Rika Reinisch besucht das Sportgymnasium Dresden. Dort wird knallhart gesiebt, auch unter den Schwimmern. 33 Kinder gehen an den Start. Wenige Jahre später bleiben nur 2 übrig. Bei den anderen stimmt die Leistung nicht. Rika ist ehrgeizig, willensstark. 1976 liefen im Fernsehen, im Internat, die Olympischen Spiele Montreal. Das liefen die 100 Meter Rücken der Damen mit Ulrike Richter, die zum damaligen Zeitpunkt mein Vorbild war. Und ich sitze da und schaue hoch und starre den Fernseher an und sage so, eigentlich mehr für mich, ich werde auch Olympiasiegerin. Und da war Stille in dem ganzen Raum. Und auf einmal fingen alle an zu lachen. Und ich konnte es nicht verstehen, warum. Wer macht am Ende die ganz große Karriere? Rika Reinisch will ihre Sache durchziehen. Allein. Doch das hat seinen Preis. Fern von ihrer Familie ist sie ganz auf sich gestellt.
Die Eltern sind nicht da, die Erzieher, die sind halt, wenn du dann im Internat bist, da, oder Lehrer, wenn du diesen Unterricht hast. Aber ansonsten beschäftigst du dich mit Training. Ne? Wir hatten 5, 6, 7 Stunden Training manchmal am Tag. Und insofern wird das schon eine Vertrauensperson, der Trainer, das kann man so sagen. Aufgrund ihrer Erfolge kümmert sich ein persönlicher Trainer um sie. Uwe N. gilt als harter Knochen. Rika Reine schätzt ihn, schenkt ihm Vertrauen. Dass ihr Betreuer bei der Stasi als IM geführt wird, ist damals außerhalb ihrer Vorstellungskraft. Akten belegen, wie sehr die Trainer im Hochleistungssport am Doping beteiligt waren. Er hatte immer so eine Bonbonniere-Schachtel und da waren so die Namen dran. Und ich habe gesehen, dass ich andere Tabletten oder also die gleichen, aber dann noch ein paar zusätzliche erhielt. Und da habe ich natürlich irgendwann auch gefragt, warum ich andere Tabletten erhalte als die anderen Sportler in der Trainingsgruppe. Und da hieß es eigentlich nur so lapidar, dient der schnelleren Regeneration des Körpers und das sind Vitamine. Das ist gut für dich, nimm das mal. Die Legende von den Vitaminen, heißt es bei der Stasi. Die Versuchsreihen finden an den Leistungssportzentren der DDR statt, wie hier am Sportforum Hohenschönhausen. Das Doping soll Erfolge bringen, immer mehr. In geheimen Unterlagen ist davon die Rede, dass das erreichte Niveau nicht mehr ausreiche. Es bedürfe in dieser Hinsicht einer strafferen Führung. Es ist systematisches Doping, von Staats wegen angeordnet. In einem vertraulichen Schreiben an die Leistungssportkommission von 1974 werden Vorschläge zur planmäßigen Anwendung unterstützender Mittel unterbreitet, um den Leistungssport der DDR weiter zu verbessern. Dafür sind auch Anabolika recht. Nach der Wiedervereinigung werden einige der Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen. Rika Reinischs Trainer Uwe N. erhält eine Geldstrafe für Körperverletzung durch Doping. Manfred Höppner, Vizechef des Sportmedizinischen Dienstes, ist für Kontrolle und Ausgabe von Dopingmitteln zuständig. Für Beihilfe zur Körperverletzung erhält er eine Bewährungsstrafe von 18 Monaten. Manfred Ewald, Präsident des Olympischen Komitees der DDR, trägt die Gesamtverantwortung für das staatlich verordnete Doping. Er wird zu 22 Monaten auf Bewährung verurteilt. Dass das Doping sogar von der DDR-Staatsführung abgesegnet war, belegt der Staatsplan 14.25. Er ist Teil des Volkswirtschaftsplans, legt die Erforschung des Zwangsdopings fest und die Entwicklung der entsprechenden Mittel. Der Staat hat es beschlossen, der hat gesagt, so und so viel wird genommen, wer es nicht tut, fliegt raus. Und wer es viel gibt, kann auch rausfliegen. Und so wird es gegeben, dann wird es abgesetzt und das Absetzen wurde kontrolliert. Kein Sportler durfte die DDR verlassen zu Wettkämpfen, dessen Urin nicht vorher in Kreischa bei Dresden untersucht worden war. Die waren hier in Schönefeld am Flughafen, warteten sie, bis ihre Urin oder Ergebnisse kamen und erst dann durften sie ins Flugzeug gehen. Vor allem Oral-Turinabol wird verabreicht. Das künstliche männliche Sexualhormon lässt die Muskeln wachsen, gerade bei jungen Sportlerinnen. Das Medikament verursacht Leberschäden, Bluthochdruck, manchmal sogar Unfruchtbarkeit. Und es verändert den Körper. Im Spielfilm wird die junge Schwimmerin Carla gedopt. Überspitzt will der Spielfilm zeigen, welche Folgen das Doping für die Körper der jungen Mädchen hatte. Weil in den jungen Jahren ein Mädchen noch virilisierbar ist. Deshalb wird die Persönlichkeit gezielt verändert, körperlich wie auch psychisch. Das war das Ziel, das ist das Ziel des Doping. Medikamentös eine Person zu verändern zu etwas, was sie sonst nicht sein würde. Bei den Olympischen Spielen in Moskau 1980 hat es Rika Reinisch ins Team der DDR-Schwimmerinnen geschafft. Jetzt ist sie ihrem Ziel ganz nah. Meter Rückenschwimmen der Frauen.
Rika Reinisch ist 15 Jahre alt, auf dem Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit. Nach 2:11:77 schlägt sie an. Weit vorne. Weltrekord. Von Beginn an volles Rohr. Und nach dem Anschlag dann nochmal erneut den Weltrekord verbessert. Und da hätte ich die ganze Welt umarmen können. Rikas Traum ist wahr geworden. Dafür hat sie sich jahrelang verausgabt. Olympisches Gold in 3 Disziplinen und 3-mal Weltrekord. Da war alles egal mit der Hymne und so weiter. Das war nicht, oh, ich höre die Nationalhymne. Es war einfach nur, du stehst da und du hast Tränen in den Augen und weißt eigentlich gar nicht, was mit dir passiert. Rika Reinisch ist damals ganz oben angekommen. So wie es sich die DDR-Hierarchen vorgestellt haben. Doch es ist nur ein Moment des Glücks. Nach einem Training in der Ukraine muss Rika Reinisch ausgeflogen werden. Ihr Körper spielt verrückt. In Berlin wurde ich abgeholt und musste mich ins Auto legen, weil ich konnte nicht sitzen, ich konnte kaum stehen, ich musste mich reinlegen. Ich hatte Angst. Was ist das jetzt? Was passiert? Ich meine, dieser Verlauf war ja chronisch mittlerweile, was die Eierstockentzündung anbelangte. Damals warnt ein Arzt Rikas Eltern. Sie habe Medikamente bekommen, die nicht gut für sie seien. Vielleicht könne sie keine Kinder mehr bekommen. Als Rika das hört, zieht sie die Notbremse. Gegen den Rat des Trainers und gegen den Willen der Funktionäre. Sie steigt aus dem Leistungssport aus. Das war ein Missbrauch. Man muss sagen, ich befand mich in der Pubertätsphase. Von 10 Jahren an auf der Sportschule bis 15, das ist, da entwickelt sich der Körper. Und dass diese Menschen zugelassen haben, dass diese Eingriffe stattfinden können, das hat mich schockiert und das hat mich auch wütend gemacht. Bis zu 15.000 Sportler wurden in der DDR gedopt. Das behaupten Behörden und Opferverbände. Von der Bundesregierung wurden bereits 194 Personen finanziell unterstützt, aufgrund erheblicher Gesundheitsschäden. Weitere 1.000 sollen bis 2020 Geld erhalten. Rund 1.500 Menschen sollen beim Zwangsdoping mitgewirkt haben. Was bedeuten solche Schicksale den Agenten in der Normannenstraße? Für den Ruhm der DDR ist den Mitarbeitern des Ministeriums für Staatssicherheit offenbar jedes Mittelrecht. Doch die Stasi hat noch weitere Aufgaben. Die Menschen im Staat zu kontrollieren und Schild und Schwert der SED zu sein, der führenden Partei. Der Staatsratsvorsitzende Erich Honecker dankt es seinem Minister Erich Mielke. Die Staatssicherheit hatte ja das Interesse, in allen gesellschaftlichen Bereichen der DDR präsent zu sein, vorbeugend sozusagen. Und deswegen waren grundsätzlich auch alle gesellschaftlichen Bereiche, die Betriebe, die Schulen, sonstige Institutionen, interessant für die Staatssicherheit, um dort inoffizielle Mitarbeiter anzuwerben. Auch mögliche Republikflüchtlinge will die Stasi so ausfindig machen. Im Film »Der gleiche Himmel« will eine Gruppe durch einen Tunnel aus der DDR fliehen. Du bist wieder mal zu spät. Oder aufgehalten, kann jedem mal passieren. Du bist zu spät. 5 Minuten, mein Gott, was soll diese Aufregung? Wie geht's voran? Wir sind hier, noch einen Monat, höchstens 6 Wochen. Regina von Sien bekommt zu spüren, wie viel die Stasi über sie weiß. Auf einem Klassentreffen ihrer Eltern lernt sie 1967 einen jungen Mann aus dem Westen kennen. Eckhard Albrecht. Langsam kommen sich die beiden näher. Dann gingen diese Treffen immer weiter. Wir gingen mal in die Oper, wir gingen mal tanzen. Ins Lindenkorso, was es ja heute gar nicht mehr gibt. Und natürlich wurde es dann auch ein bisschen, also freundschaftlich intensiver. Und was wir gar nicht merkten,
dass wir eigentlich schon im Visier der Stasi standen. Alle Briefe und Postkarten, so stellt sich später heraus, liest die Stasi mit. Mielkes Agenten entgeht nichts. Die Treffen der beiden werden nun seltener. Denn Regina von Sien lebt inzwischen in Magdeburg. Dort studiert sie Wasserwirtschaft und schafft es nur dann und wann nach Berlin. Eines Tages wird sie festgenommen. Verhör bei der Stasi. Und da sah ich schon so in dem Abstand so eine dicke Akte und erkannte meine Handschrift in Fotokopie. Man hatte sämtliche Briefe, die wir uns geschrieben haben, fotokopiert. Ich erkannte die Handschrift meines Freundes, ebenfalls fotokopiert. Und das Allerhärteste war, plötzlich erkannte ich sogar die Handschrift meiner Großmutter aus West-Berlin. Und da dachte ich, wo lebst du eigentlich? Was ist denn das für ein Land? Regina von Sien wird von der Staatssicherheit gezwungen, die Verbindung zu Eckhard Albrecht abzubrechen. Ihrem Geliebten schreibt sie einen Brief. Sie weiß, die Stasi liest mit. Ganz förmlich, nicht? Folgendes ist passiert, ich bin verhaftet worden. Ich darf nicht mehr ins sozialistische Ausland reisen. Mir wurde vorgeworfen, nicht, dass ich illegal ausreisen will. Und du darfst nicht wieder einreisen. Du bist eine unerwünschte Person. Ist es das Ende der Beziehung? Regina von Sien will das nicht wahrhaben und sucht einen Ausweg. Ihre Oma aus West-Berlin darf als Rentnerin über den Bahnhof Friedrichstraße in die DDR ein- und ausreisen. Sie wird jetzt zur Briefträgerin mit versteckten Zetteln. Erst als Regina von Sien doch nach Ungarn reisen darf, gibt es ein heimliches Treffen mit ihrem Freund. Wir haben uns nach 2,5 Jahren das erste Mal wieder gesehen. Das war natürlich ein tolles Wiedersehen. Da denke ich ganz gerne dran zurück, oder wir denken gerne dran zurück. Und haben dann beschlossen, zusammenzubleiben. Eckhard Albrecht verspricht in Ungarn, ich finde einen Weg für dich raus. Irgendwie. Zurück in West-Berlin sucht er Kontakt zu Fluchthelfern. Ein schwieriges Unterfangen. Er muss vorsichtig sein. Schließlich bekommt er einen Tipp. Dann bin ich da hingegangen, mich an Tresen setzen, Bier getrunken. Und von bestimmten Leuten, von denen ich wusste, dass sie von drüben kamen, Verbindungen hatten, sage ich, habe das folgendes Problem, so und so. Ja, schreib mal da und dahin. Die Anschrift postlagernd. Monatelang hört Eckhard Albrecht nichts. Dann erfährt er von dem verwegenen Plan. Durch einen Fluchttunnel sollen DDR-Bürger in die Freiheit gelangen. Der Preis 5.000 Mark. Eckhard Albrecht zahlt. Im Spielfilm sind die Tunnelbauer ihrem Ziel schon ganz nah. Das ist die Grenze. An dem Punkt sind wir. Da erreicht der Kanal den Westen. Auch Regina von Sien sieht sich schon fast im Westen. Zu früh. Dann setzten wir uns vor den Fernseher und hörten, dass ein Fluchttunnel verraten wurde. Bilder der Westdeutschen Tagesschau sind auch im Osten zu sehen. Bagger in Ost-Berlin graben den Fluchttunnel auf. Mein Vater ging dann auch gleich raus, den hatte das auch sehr mitgenommen. Und ich hatte nur geweint und sage, das ist aber mehr als eine Katastrophe. Und hatte dann, es war mit die fürchterlichste Nacht, weil sie jeden Moment warten, die Stasi klingelt an der Tür. Kürzlich aufgetauchte Stasi-Akten zeigen, I.M. Poskus, ein inoffizieller Mitarbeiter, hat den Tunnel verraten. Der Mann bekam dafür Geld von der Stasi. 16 Menschen werden damals verhaftet. Regina von Sien kommt mit dem Schrecken davon. Vom Westen aus sucht ihr Freund einen neuen Weg.
der soll über Rumänien führen. Mit einer Jugendreisegruppe der DDR fliegt Regina im Juni 1971 nach Bukarest. Noch einmal setzt sie alles auf eine Karte. Ein Fluchthelfer will sie zunächst mit dem Auto nach Jugoslawien bringen, versteckt im umgebauten Tank des PKW. An der Grenze, das habe ich ja auch gehört, da musste die Motorhaube auf und man guckte sich das ganze Auto an. Es wurde der Sitz umgeklappt und alles abgetastet, abgehört. Und ich kauerte da in diesem Tank und dieses Ohr ist auch so halb taub. Also das hat irgendwie einen Schaden mit durch diese Angst. Sie liegen ja da eine Stunde und die kommt einem vor wie eine Ewigkeit. Aber die Grenze habe ich ganz gut überstanden. Das Fluchtauto. Ein Ford Mustang. Wenige Stunden später muss Regina noch einmal im Tank verschwinden. Jetzt geht es nach Österreich. Wie ich da raus bin, weiß ich bis heute nicht. Ich habe irgendwie ein klein bisschen das Bewusstsein verloren. Und wurde dann, bin ich aufgewacht auf der Erde, auf dem Boden und bekam Erde in die Hand. Und er sagt, was du in der Hand hast, ist österreichische Erde. Also das war ein Gefühl, das kann man gar nicht glauben. Und gucke so um mich rum, ich sage, das ist jetzt Österreich. Da kann dir nichts mehr passieren, das war so schön. Jetzt trennen sie nur noch wenige Stunden von ihrem Freund. Der erwartet sie am Münchner Hauptbahnhof. Regina und Eckhard heiraten 1972. Es ist die Geschichte einer Liebe gegen alle Widerstände und ein Sieg über die Macht der Stasi. Das SED-Regime mauert sich weiter ein. In den 70er Jahren werden der graue Betonwall und der Todesstreifen in Berlin weiter verstärkt. Seit Wochen sind Einheiten der Nationalen Volksarmee damit beschäftigt, entlang der Bernauer Straße die Sperranlagen noch perfekter zu bauen. Unter großem Material- und Kräfteaufwand errichten die Pioniere aus Betonfertigteilen eine neue, rund 3,50 Meter hohe Mauer. Trotzdem geben einige die Hoffnung nicht auf, die Sperranlagen zu überwinden. Lehrpläne. Wie Segelflugzeuge funktionieren. Im Spielfilm kommt den Freunden aus Ost und West eine tollkühne Idee. Du hast sie gebaut? Der einzige Prototyp. Und er funktioniert? 60%. Und die Reichweite? 20 Meilen, je nach Bedingungen. Sie haben eine solche Idee in die Tat umgesetzt. Die drei Gebrüder Bethke aus Ost-Berlin. Ingo, der Älteste, wird 1975 mit einer Luftmatratze über die Elbe fliehen. Holger, der Mittlere, 1983 mit einer Drahtseilwinde über die Mauer. Im Mai 1989 wollen die beiden vom Westen aus nun auch ihren jüngeren Bruder zu sich holen. Sie wagen einen spektakulären Coup. Mit zwei Leichtbauflugzeugen über die Mauer fliegen und Eckbert aus der DDR rausholen. Fluchten auf dem Luftweg waren natürlich immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Man musste sich orientieren. Das war normalerweise gerade im Grenzgebiet nicht möglich. Bei Ballons oder Segelfliegern zum Beispiel ist natürlich klar, dass man abhängig war von den Windverhältnissen. Ihr Ziel? Der Treptower Park. Dort laden sie den Bruder auf und fliegen zurück. Vorbei an der schwangeren Auster. Mit Kurs auf den Reichstag. Die ganze Aktion dauert nur 11 Minuten. Die Brüder haben sogar mitgefilmt. Umso größer die Blamage für die DDR.
Solche Fälle von spektakulären Fluchten hat es ja immer wieder gegeben. Und insofern haben sie natürlich vor allem deshalb eine massive Wirkung gehabt für die DDR, weil sie eben Aufsehen erregt haben. Es gab große Medienberichte über solche Fälle in den Westmedien. Und das hat wiederum die DDR geärgert. Nicht zuletzt, weil auch Ostbürger diese Berichte im Westfernsehen zum Beispiel gesehen haben. Ende eines mysteriösen Fluchtunternehmens vor dem Berliner Reichstag. Wachtposten beobachteten in den frühen Morgenstunden die Landung von zwei Motordrachen. In den DDR-Medien ist davon nichts zu hören. Es war ein Teil der Selbstverteidigung der DDR, die ja wusste, wie gefährlich es war, wenn die Wirklichkeit von Westen durchschlägt nach Osten. Bis hin zu den Bekämpfungen von Antennen für den Fernsehempfang, ja, wo ja dann die jungen Leute auf die Dächer getrieben wurden, die sollen die Masten absägen. Das war schon ein bisschen verrückt. Der Spielfilm zeigt, wie Nachbarn Nachbarn bespitzelten. Mediennutzung in der DDR, die darauf deutlich erkennen lassen, dass praktisch jeder mit kleinen Einschränkungen jeder Westfernsehen in der DDR geschaut hat. Und es war mindestens, sagen wir mal, seit der zweiten Hälfte der 60er Jahre eigentlich sozusagen ein offenes Geheimnis, dass das auch jeder tut. In den 70er Jahren wenden sich auf den Dächern immer mehr Antennen gen Westen. So sehen die Deutschen in West und Ost ARD und ZDF. Das DDR-Regime gibt den Widerspruch auf, nimmt es hin. Entspannung im innerdeutschen Verhältnis. Auch in der Politik. Wandel durch Annäherung. Mit Willy Brandt beginnt eine neue Ära der deutsch-deutschen Beziehungen. Im März 1970 besucht der Bundeskanzler den DDR-Ministerpräsidenten Willi Stoph in Erfurt. Es ist ein bedeutender, symbolischer Akt und ein Bruch mit einer Doktrin, die forderte, dass allein die Bundesregierung das deutsche Volk vertrete. Die Doktrin wurde gar nicht mehr hinterfragt, sondern wurde so behandelt, als sei sie ein Dogma. Ja, und dann hat sich das mehr oder weniger erledigt, denn der Schritt von Willy Brandt war ja keine Anerkennung der Regierung in Ostdeutschland, sondern ja, war ein Tabubruch und hat auf diese Weise die Möglichkeit geschaffen, über derartige neue Dinge zu diskutieren. Der Kanzler trifft mit seiner Ostpolitik die Herzen der DDR-Bürger. Willy Brandt am Fenster des Hotels Erfurter Hof. Ein historisches Bild. Doch die Entspannung in der Außenpolitik kommt im Inneren der DDR nur bedingt an. Wer aus der Reihe tanzt oder flüchten will, bleibt Staatsfeind. Im Spielfilm wird Tobias wegen versuchter Republikflucht festgenommen. Seine Homosexualität macht ihn überdies erpressbar. So ergeht es auch Mario Röllig. Der damals 17-Jährige macht in Ost-Berlin eine Ausbildung zum Restaurantfachmann. Es ist sein Traumberuf. Er ist engagiert und höflich. Und ein netter Kollege. Eines Nachmittags wird er plötzlich ins Büro des Chefs beordert. Dort warten auch zwei Mitarbeiter der Stasi. Dann saßen sie da so selbstgefällig und hatten anscheinend meine Personalakte vor sich. Und die sagten dann, wir sind ja mit ihren Arbeitsleistungen sehr zufrieden. Aber ihre Kontaktbemühungen zu Personen des westlichen Auslands gefallen uns überhaupt nicht. Und da habe ich noch so ganz selbstbewusst gesagt, weil ich hatte vorher niemals Kontakt zur Staatssicherheit, habe ich gesagt,
wen ich empfange oder nicht, das ist meine private Sache. Und dann sagten die sehr laut und sehr bestimmt, was privat ist oder nicht, das überlassen Sie bitte schon mal uns. Mario Röllig ist homosexuell. In der DDR kann er das nur bedingt ausleben. Im Urlaub in Ungarn geht es da schon etwas freier zu. Dort macht Mario eine Bekanntschaft, die ihn für die Stasi interessant macht. Ich habe dann immer so Geld zusammengekratzt und bin dann einmal den teuren Eintritt ins Hotel Gellert, in dieses wunderschöne Jugendstil-Thermalbad. Ja, und dort in dem Bad habe ich dann jemanden kennengelernt, der hat mich unglaublich angebaggert. Der Neue ist ein Prominenter aus Westdeutschland. Nach dem Urlaub gehen die beiden häufig zusammen in Ost-Berlin aus. Die Stasi folgt ihnen auf Schritt und Tritt. Mario soll inoffizieller Mitarbeiter werden. Die Agenten versuchen ihn zu locken. Die sagten, wenn sie mit uns zusammenarbeiten, können sie sich den Stadtteil in Berlin aussuchen, wo sie zukünftig wohnen werden. Und dann sagte ich die zwei Worte, die mit einem Schlag meine Existenz vernichtet haben. Ich sagte, okay, West-Berlin-Charlottenburg. Von nun an macht ihm die Stasi das Leben schwer. Mario verliert seinen Job und wird Tellerwäscher im Imbiss einer S-Bahn-Station. Eine eigene Wohnung bekommt er nicht. Irgendwann hält er es nicht mehr aus. Er macht sich über Budapest auf den Weg zur jugoslawischen Grenze. Mario will weg aus dem Osten, will selbst über sein Leben bestimmen. Flucht über die grüne Grenze. Mario versteckt sich. Dunkelheit, Grenzstreife abgewartet, dann bin ich losgerannt und dann wurde mir etwas zum Verhängnis, womit ich damals nicht gerechnet habe. Ich wusste damals nicht, dass die Menschen, die im Süden Ungarns in den Dörfern als Bauern lebten, dass sie so bitterarm waren, dass sie im Nebenberuf Grenzhelfer, Kopfgeldjäger waren und dass sie für Geldprämien, für Baumaterial und für Getreide mit Waffenjagd auf Flüchtlinge machten. 178.000 Menschen fliehen allein zwischen 1961 und 1988 über Drittländer aus der DDR. 40.000 durchbrechen Sperren in Berlin und an der deutsch-deutschen Grenze. Doch es gibt viele, die es nicht schaffen. In der DDR werden mindestens 110.000 Verfahren wegen Republikflucht geführt. Auch gegen Mario Röllig. Ungarische Soldaten nehmen ihn fest. Mario wird unter unwürdigen Bedingungen inhaftiert und dann nach Berlin überstellt. Dort wird er in das Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen gebracht. Aus dem lebenslustigen Restaurantfachmann ist für die Stasi ein Staatsfeind geworden. Tagsüber war es verboten, auf dem Bett zu sitzen. Was erlaubt war, war in dieser 12 Quadratmeter großen Zelle im Kreis zu laufen und zu stehen. Sport war streng verboten. Die schauten alle paar Minuten durch den Türspion. Ruhe da drin! Vor mir war zwar ein Tisch, aber ich durfte mich, auch wenn ich übernächtigt war, durch lange Verhöre und nicht genug Schlaf hatte, durfte ich mich nicht darauf legen. Immer wieder wird Mario vernommen. Es sind quälende Gespräche, die ihn gefügig machen sollen. Akribisch protokolliert von der Stasi. Seine erpressten Aussagen soll er unterschreiben. Wie im Spielfilm Der gleiche Himmel. Deine sexuelle Neigung interessiert mich nicht. Aber was sagt dein Vater zu deiner Homosexualität? Als sie dann drohten, meine Eltern zu verhaften, meine Mutter hatte Herz-Kreislauf-Probleme, ob die das durchsteht, können sie nicht garantieren. Als sie auch drohten, meiner Schwester die kleine Tochter wegzunehmen, zeigten mir ein Foto meiner Nichte, die gerade 2 Jahre alt geworden war. Sie wollen doch, dass es der Kleinen weiterhin gut geht. Ich sagte ja und dann sagte er, wenn sie hier weiter rumsitzen und schweigen, dann verhaften wir ihre Schwester und das Kind muss dann leider ins Heim. Marios Eltern kontaktieren schließlich Unterstützer im Westen. Der DDR-Anwalt Wolfgang Vogel setzt sich für den Sohn ein.
Kurz darauf wird er aus der Haft entlassen. Auch sein Ausreiseantrag wird bewilligt. Zur Aushändigung seiner Ausbürgerungsurkunde wird Mario von den Behörden einbestellt. Und ich dachte, überlistet, ja, ihr Arschlöcher, ihr könnt mir gar nichts mehr. Und als ich dann rausgehen wollte aus dem Büro, da meldete sich eben einer der Stasi-Mitarbeiter zu Wort und sagte dann, also hören Sie zu, wenn Sie über das, was Sie hier erlebt haben, irgendwo öffentlich im Westen reden, denken Sie dran, wir finden Sie überall. Ein Autounfall kann auch eben in Stuttgart, in München und West-Berlin passieren. Und doch freut sich Mario auf ein neues Leben, auf der anderen Seite der Mauer. So, wie er es sich gewünscht hat. Aber seinen Erinnerungen kann er nicht entfliehen. Als er nach der Wende zufällig seinen Stasi-Offizier trifft, brechen alte Wunden wieder auf. Mario versucht damals sogar, sich das Leben zu nehmen. Inzwischen hat er einen Weg gefunden, positiv aufs Leben zu blicken. Auch wenn die Vergangenheit immer noch präsent ist. Die DDR ließ sich die Ausbürgerung von Menschen wie Mario teuer bezahlen. In der Zeit von 1961 bis 1988 wurden mindestens 380.000 Ausreisen bewilligt. Außerdem kaufte die Bundesregierung mehr als 33.000 politische Häftlinge aus den Gefängnissen der Stasi frei. Dafür flossen insgesamt rund 3,4 Milliarden D-Mark von West nach Ost. Hat die Stadtsicherheit auch versucht, im Westen direkt vorzugehen. Da ging es natürlich vor allem darum, dort Informanten zu gewinnen, mit deren Hilfe man deren Pläne auskundschaften konnte. Aber in einigen Extremfällen hat die Stadtsicherheit dann auch versucht, Mordanschläge zu machen. Auch Wolfgang Welsch wurde Opfer. Er war politischer Gefangener in der DDR. Welsch saß in mehreren Gefängnissen, jahrelang, auch in Hohenschönhausen. Mehrfach wurde ihm der Prozess gemacht, wegen eines angeblichen Fluchtversuches und wegen Hochverrats, weil er an einem kritischen Film über das SED-Regime arbeitete. Bis heute rufen diese Räume schlimme Erinnerungen in ihm wach. Da gab es dann diverse Schikanen, die bis dahin gingen, dass gefoltert wurde. Das begann mit psychischen Foltern, mit Isolation, mit Essensentzug, Matratzenentzug, also all mit diesen kleinlichen Schikanen und führte dann über zu körperlichen Misshandlungen, zu Schlägen und auch zu Schlägen mit Gegenständen. Wolfgang Welsch wurde 1971 freigekauft, im Auftrag der Regierung Brandt. Im Westen angekommen, ignoriert er die Drohungen der Stasi, spricht öffentlich über das, was er hinter der Mauer erlebt hat. Im ZDF zeigt er 1973 seine Notizen, die er in den Gefängnissen anfertigte. Man hat versucht, mir dieses Tagebuch zu entreißen. Ich sah keinen anderen Ausweg, als das zu verschlucken. Daraufhin versuchte man mir, meinen Kiefer aufzubrechen. Als das nicht gelangt, wurde ich dann zu Boden geschlagen. Man schrie, jetzt werden wir dich liquidieren, wir bringen dich um. Welsch studiert in Gießen Politik, Soziologie und Philosophie. Und er wird Fluchthelfer. Rund 200 Menschen können mit seiner Hilfe aus dem Osten fliehen. Die Stasi will dem ein Ende bereiten. Dokumente belegen, welchen Aufwand der Ostgeheimdienst betrieb, damit ihnen Welsch ins Netz geht. Der Fluchthelfer geht gerne auf Reisen. Schon immer wollte er nach Jerusalem, in den Nahen Osten. Davon bekommt die Stasi Wind. Sie schmiedet einen verwegenen Plan. Wolfgang Welsch will mit seiner Familie in einem Wohnmobil durchs Land fahren. Und in der Tat, er findet eines. Mit Hilfe der Stasi. Ohne, dass er das ahnt. Ich
Da parkten wir das Wohnmobil, da wurde das Essen bereitet und da kamen wir nach dem Baden und aßen davon. Ja, und wie später der behandelnde Arzt im Mannheimer Krankenhaus feststellte, hatte ich zum Zeitpunkt der Giftaufnahme eine 10-fach tödliche Dosis aufgenommen. Durch glückliche Umstände und tüchtige Ärzte entgeht Welsch dem sicheren Tod. Die Dokumente belegen, dass dem Fluchthelfer Thallium verabreicht wurde. Ein hochwirksames, geschmacksneutrales Gift. Erst später erfährt Welsch, was ihm das SED-Regime alles zur Last legte. In den Protokollen, die ich später lesen konnte, waren Begriffe wie einer der effizientesten Fluchthelfer, einer der gefährlichsten Staatsfeinde, er ist unser größter Feind und so weiter. Diese Bezeichnungen erfüllten mich im Nachhinein, als ich die noch las, mit Stolz, dass ich wusste, ja, ich habe etwas getan, ich habe ihnen Schaden zugefügt, ich habe Vergeltung üben können und ich habe gezeigt, dass man dieses Ungeheuer auch, dass man dem gegenübertreten kann. Der Arm der Stasi reichte weit. 111 Kilometer Akten sind erhalten. Ein ungeheures Erbe. Viele Schicksale sind noch immer ungeklärt, unerzählt.